Ah, moin zusammen, wir sind hier in Wilhelmshaven in der Helderei, das Vereinsheim des Sportfischervereins Wilhelmshaven. An dieser Stelle finden auch unsere Kochkurse statt und wir wollen jetzt in dieser Serie mal 15 Gerichte zubereiten, die ihr dann mit euren Fischen dann auch nachkochen könnt. So, jetzt fangen wir gleich an. Das erste Rezept, das ist die Brasse süß-sauer. Die Brasse hat ja besonders viele Gräten, aber die grätenfrei hinzubekommen ist ein kleines Wunder. Das zeigen wir euch jetzt gleich mal. Was wir brauchen, ist einfach der Fisch, das ist die Brasse. Dann haben wir hier Zitronenessig, dann haben wir Zucker, Zwiebeln, Herings einige Gewürz. Hier ist Roggenmehl drin, da ist schon Pfeffersalz drin, nachher um die Fischstücke zu braten. Erstmal habe ich die Zwiebeln hier, die gebe ich hier in eine Schüssel rein, um den Sud fertig zu machen. Dann einmal Zitronenessig, ich nehme hier zwei Flaschen. Nach 4 Tagen haben die Gräten sich aufgelöst. Es ist ganz weich. Jetzt kommen noch Herings einige Gewürz dazu. Drei Lorbeerblätter. Dann noch die halbe Menge, also eine Flasche Wasser. 1 Liter circa. Jetzt rühre ich das Ganze um. In den Rezept findet ihr eine Angabe mit dem Zucker. Aber bitte selber variieren, ob süß oder sauer. Ich gebe hier mal eine ganze Tüte rein. Das Ganze schön vermengen. Bisschen stehen lassen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Nachher mal bitte abschmecken, wie ihr das haben wollt. Ganz sauer oder süß. Und schon haben wir den Sud fertig. Was wir jetzt noch gemacht haben, wir braten immer den Fisch in Roggenmehl. Hier habe ich schon Salz und Pfeffer drin. Die Filetstücke werden gleich gebraten und dann wird das Ganze in einen Topf gegeben und geschichtet. Das sind die Brassenfilets, die schneide ich jetzt in mundgerechte Stücke. Man merkt hier, hier sind die Gräten noch drin. Ein wunderbarer Fisch, aber die Gräten sind natürlich etwas lästig. Aber durch den Zitronenessig löst sich das Ganze innerhalb von 3 bis 4 Tagen auf. Einfach kühl lagern und dann könnt ihr schon anfangen zu essen. Fast alles braten wir in Roggenmehl, unseren Fisch. Und der geht gleich in die Pfanne rein. Die ersten Brassenstücke sind fertig. Das Ganze wird jetzt geschichtet. Immer den gebratenen Fisch dort rein. Der nächste Fisch ist fertig. Wieder ein bisschen Sud rein. Und wenn der bis oben geschichtet ist und wir sind fertig mit dem Braten, dann liegt er 3 bis 4 Tage, besser 4, in diesem Sud drin. Das Ganze decken wir ab. Und dann ist er absolut grätenfrei. Damit wir das Ganze auch essen können, haben wir schon ein bisschen vorgekocht. Es ist schon 4 Tage in den Sud drin. Das fertige Produkt, die Brasse süß-sauer. Sehen Sie hier. Kommt jetzt einmal auf den Teller. Grätenfrei. Und hier sind die eingelegten Brassen. Die waren ja roh, sind dann gekocht worden eine halbe Stunde. Auch grätenfrei, die sind natürlich etwas heller, weil sie gekocht sind. Das könnte man jetzt schon so essen. Vielleicht ein paar Bratkartoffeln dazu und dann haben wir eine wunderbare Fischmahlzeit. Was ganz Leckeres sind die Rotaugenmakis. Gerade in der Winterzeit und im Frühjahr kann man die sehr gut fangen. Die werden einfach zu Filets geschnitten. Hier sieht man das so. Dann noch von der Hautseite lösen und schon habe ich ein fertiges Filet, was ich dann auch dementsprechend gleich einlegen kann. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Makis Reifer. Der ist hier drin, da ist auch eine Gebrauchsanleitung bei. Ganz einfach, wir nehmen eine Schale, eine kleinere. Wie gesagt, die Grammanzahlen sind damit drauf. Da stelle ich hier auf 0. Das ist jetzt der Reifer. Das sind so 50 Gramm, die ich benötige. Bei 1 Kilo Fleisch. Jetzt noch einmal Meersalz dazu, 100 Gramm.
jetzt 1 Liter Wasser. Das Ganze kommt jetzt da rein. Den Spachtel hin bitte. Jetzt noch ein paar Zwiebeln dazu. Das Ganze gut vermengen. So, jetzt kommen die Filetstücke da rein. Von den Rotaugen haben wir leider nicht mehr so viel, weil wir das schon vorgekocht haben. Das ist gleich fertig, aber ich habe auch noch ein bisschen Makrele. Das gebe ich auch mit da rein. Das geht natürlich auch mit Karpfen. Wird wieder ganz weich die Gräten. Das Ganze, wie gesagt, jetzt 3 bis 4 Tage in den Sud drin lassen, schön gekühlt. Pro Tag einmal schön umrühren, dass das überall rankommt, der Sud. Dann sind die Gräten schön weich und wir können den Fisch weiterverarbeiten. Das sind jetzt die fertigen Matjes. Die hat übrigens unser Biologe Tobias gefangen. Die lagen jetzt 4 Tage in der Marinade drin. Die werde ich jetzt nur kurz entwässern. Das heißt eben, da ist so viel Salz dran. Das Ganze werden wir jetzt eben ein bisschen spülen. So, das sind die fertigen Filetstücke. Die sind jetzt gespült, die werden ein bisschen getrocknet. Jetzt nehme ich sie einfach alle ab. Jetzt werden sie gleich in mundgerechte Stücke geschnitten. Die sind jetzt richtig schön durchgegart. Die waren, wie gesagt, 4 Tage in dem Sud drin. Jetzt kommt die Hausmachersoße. Dazu brauchen wir erstmal Mayonnaise. Schmand. Dazu noch Zwiebeln. Kleine Gurken. Alles schon klein geschnitten, Äpfel, jetzt das Ganze pfeffern, salzen brauchen wir das Ganze nicht, der Fisch ist schon salzig genug. Das Ganze schön vermengen. So, der Matjes-Salat ist jetzt fast fertig, den lassen wir noch ein bisschen in den Kühlschrank. Bisschen, dass er den Sud aufnimmt und dann kommen wir ihn auch vielleicht zum Glas Bier mit ein paar Pellkartoffeln dazu. Haben wir wieder ein wunderbares Gericht. Jetzt wollen wir einen Karpfenschinken machen. Dazu habe ich hier einen schönen Schuppenkarpfen. Den werde ich mal erst filetieren. Die Haut bleibt übrigens dran. Schneide ich von vorne, vom Kopf. Ist ein Weitloch und hier hinten lasse ich die Klinge einfach über die Gräten laufen. Ich habe hier dunklen Pfeffer, Lorbeerblätter, da ist schon Pökelsalz drin. Das Ganze mixe ich jetzt so schön. Unbedingt Pökelsalz nehmen, ist für den Karpfenschinken gedacht. Wenn das Ganze gut gemixt ist, die beiden Filets werden ja jetzt schön mit eingerieben. Das Ganze wird so ein bisschen einmassiert. Die beiden Filetstücke werden wir jetzt 12 Stunden da drin lassen. Dann wird es 1 Stunde gewässert, getrocknet und dann geht es rein in den Rauch. Der Karpfenschinken, der war nun 12 Stunden in der Lake drin. 1 Stunde war im Wasser drin, er ist getrocknet. Jetzt geht er in den Räucherofen rein, Kalträuchern. Das heißt, ich habe so eine Räucherspirale hier drin. Da ist Buchenmehl drin und Lorbeerblätter. Ich habe hier so einen kleinen Brenner. Die Spirale hat den Vorteil, es dauert so 12 Stunden. Das mache ich 2-mal, dass er wirklich 24 Stunden unter Rauch ist. Und dann ist er auch schon fertig. Ja, wir kontrollieren das Ganze nochmal. Der Karpfenschinken hier, man kann schön sehen, nach 2 Stunden, die Rauchentwicklung ist da. Der Rauch oder die Glut arbeitet sich langsam vor, das ist so eine Stecke. Und 12 Stunden dauert das Ganze. Dann wird sie nochmal befüllt und dann habe ich ihn 24 Stunden unter Rauch. Das ist jetzt der fertige Karpfenschinken. Ich nehme hier wirklich ein gutes Messer, was sich sehr gut schneidet.
Ich habe hier schon einen Teller vorbereitet. Das ist so eine Art Vorspeise. Und wenn ihr nicht erzählt, dass das Fisch ist und ihr euren Gästen das serviert, die werden verwundert sein, wie gut so ein Karpfen schmeckt. Und die sind erstmal erstaunt und denken, das ist wirklich Schinken. Jetzt mache ich gerade die Marinade für den Trockenfisch. Ich nehme als Fisch Brasse und Karpfen. Das ist denn was für einen Männerabend. Anstatt Chips wird den Trockenfisch gegessen. Hier schon überall ein bisschen Zitronensaft drin. Hier mache ich jetzt ein bisschen Sojasauce rein. Ein kleiner Schuss. Keine Angst, experimentiert einfach mal rum, welche Soße euch am besten schmeckt. Hier kommt noch ein bisschen Fischsoße mit dazu. Ein wenig Honig. Curry. In der anderen Soße ist vielleicht schon Zitrone drin. Da habe ich auch ein bisschen Knoblauch zugegeben. Hier kommt auch wieder Honig, da fange ich wieder mit an. Wieder ein bisschen Curry. Diesmal nehmen wir keine Fischsoße. Schwestersoße mit einem kleinen Schuss dazu. Dann Sojasauce. Ein bisschen Meersalz drüber. Nochmal das Ganze mixen. So, nun sind die beiden Soßen fertig. So, wir haben ja den Karpfen jetzt in dünne Scheiben geschnitten. Ist ja für den Trockenfisch. Jetzt geht er in die beiden Marinaden rein, die wir vorbereitet haben. Das Ganze jetzt gut vermengen. Da kommt jetzt auch schon die Farbe. Kommt von dem Curry. Das Ganze geht jetzt für 4 Stunden in den Kühlschrank und dann geht's weiter. Unser marinierten Fisch, der war jetzt 4 Stunden in der Kühlung, schön durchgezogen. Der geht jetzt in den Trockner hinein. Schön ein bisschen auseinander das Ganze. Die Dörrtomaten haben wir jetzt eingestellt auf 60 Grad. Jetzt geben wir noch 9 Stunden. Das waren 10, eine weniger. Und morgen früh ist der Fisch fertig. Das war unser Fisch, den wir gestern in einer Marinade drin hatten. Das war ein Dörrtomaten drin, 9 Stunden durchgelaufen. Jetzt ist er fertig. Na gut, wir haben einen ganz normalen Crepe-Teig gemacht. Fred ist gerade dabei, in der Crepe-Pfanne den auszubacken. Der kommt gleich hier auf die Platte. Jetzt werden wir unseren Karpfenschinken verarbeiten. Und zwar machen wir einen Crepe herzhaft. Dann leg den bitte hier drauf. Ein bisschen Salat dazu. Jetzt kommt der Schinken. Das Ganze rollen wir jetzt schön auf. Damit sich das nicht wieder löst, kommen wir über so Zahnstocher rein.
Wieder eine schöne Vorspeise. Ja, heute machen wir die Cannelloni. Das sind eine italienische Spezialität. Wird mit einer süßen Füllung kommt da hinein. Wir machen natürlich was ganz anderes. Ich habe hier geräucherte Forelle, Mascarpone, Capon, Zitronen, Dill und Petersilie. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz dazu. Das Ganze werden wir jetzt als Creme zubereiten. Zitronensaft. Petersilie und Dill. Bisschen Pfeffer dazu. So, den Teig hat Fred nun ausgestochen. Das ist viel mal ausgerollt. Ich steche den gerade aus. Dann reiben oder streichen das Ganze eben ein mit Ei, damit das nicht an die Form backt. Das Ganze kann man hier schon links sehen. Das sind so die Cannelloni-Formen, die wir so haben. Die Cannelloni sind jetzt fertig. Die sind gefüllt mit der Forellencreme und bereit zum Essen. Jetzt kommen wir zu unserer Brassenpastete. Wir haben die geräucherte Brasse, die haben wir heute aus dem Räucherschrank rausgenommen. Die haben wir jetzt ein bisschen gelöst von den Gräten. Die gehen jetzt gleich in diesen Mixer rein. Dazu könnt ihr jetzt wirklich alle Gewürze nehmen. Probiert einfach mal was aus. Wenn ihr den Mousse habt, einfach mal 5 Teile machen, vielleicht Curry rein. Ich habe hier 8 Kräuter, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Sojasauce und das mache ich jetzt gleich fertig. Ein bisschen Knoblauch ist schon drin. Hier kommt noch etwas dazu. Dann wieder Pastete, vielmehr Brassen, geräuchert. Nun wieder ein paar Kräuter. Die Pastete ist jetzt fertig. Wir haben hier Weißbrot und Olivenöl ausgebacken, schön goldbraun. Das Ganze wird jetzt nur mit der Pastete bestrichen. Und schon haben wir wieder eine schöne Vorspeise. Wir beginnen jetzt mit unserem Karpfen-Carpaccio. Dazu kommt ein ordentlicher Schuss Olivenöl in den Topf hinein, weil das Ganze damit übergossen wird. Ein bisschen Sojasauce, Limettensaft, ein bisschen Abrieb von der Bio-Limette drüber. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen köcheln. Das ist jetzt wieder ein schöner Karpfen, ein Schuppenkarpfen. Da schneide ich jetzt möglichst sehr dünne Scheiben. Die ist schon etwas zu dick. Der Sud kommt jetzt darüber, den wir ihn gerade erwärmt haben. Ich habe jetzt noch ein bisschen Schnittlauch. Und Peperoni. Fertig ist der Karpfen-Carpaccio.
Nun mache ich Fisch und Chips. Dazu habe ich zwei Fritteusen. Hier ist einmal wieder Brassen. Fleisch ganz dünn geschnitten. Das ist wieder ein Roggenmehl drin, Pfeffersalz drin. Geht es rein in die Fritteuse. Die Kartoffelchips ganz dünn geschnitten, auch in die Fritteuse rein. Das ist ein Gericht, was die Kinder lieben. Nicht nur die Kinder. So, die Kartoffelchips werden noch ein bisschen gesalzen. Besser vermengt das Ganze. Nun kommen die Brassenstücke damit rein. Einmal Fisch und Chips. Jetzt mache ich gerade die Fischpralinen. Ich habe das eingeweicht in Milch. Das ist hier so ein schöner Teig. Jetzt kommen da Pinienkerne rein. Dazu noch Rosinen. Das ist ein tolles Fischgericht. Passt doch immer gut zusammen. Rosinen, Pinienkerne und vor allen Dingen wieder Brasse. Die Fischpralinen sind jetzt soweit fertig. Noch ein bisschen Maismehl drin zu. Es ist alles drin. Es ist die Brasse drin. Es sind Rosinen drin, Ciabatta natürlich und Pinienkerne. Ich gehe jetzt ab in die Fritteuse. Die Fischpralinen sind nun fertig. Die waren in der Fritteuse drin. Wir haben eine Remoulade dazu. Guten Appetit. Das sind unsere Wantanblätter, die kriegt man in jedem Asialaden. Die sind dann tiefgekühlt. Die haben wir jetzt gefüllt mit der Brasse. Die ist nämlich schon gewürzt. Das wären so kleine Taschen. Und die gehen dann anschließend ins kochende Wasser. Und dann kommen wir zu der Suppe. Die Wantangs sind jetzt oben. Die waren im kochenden Wasser drin. Das Ganze geht jetzt hier. Rein. Dazu die Wantangensuppe, da sind mehrere chinesische Gewürze drin. Mit Brassenfüllung. Wir sind jetzt gerade dabei, Ravioli zu machen. Die Füllung ist wieder die Brasse. Die ist schon gewürzt. Die haben so eine schöne Form dazu. Da kommt die Füllung jetzt rein. So, wenn wir die gleich fertig haben, gehen die ins kochende Wasser. Dann sinken die erstmal zu Boden. Und wenn sie im Gas sind, dann kommen sie nach oben. Dann mache ich eine Pfanne fertig mit Butter, Salbei. Da brate ich die noch mal und anschließend gebe ich noch ein bisschen Parmesankäse drüber. Und die Ravioli, die gekochten, habe ich bereits in die Pfanne gegeben. Butter, Salbei, jetzt ein bisschen Parmesankäse drüber gegeben. Und dann sind sie auch schon fertig. Ja, einige kennen das Gericht schon. Das sind die chinesischen Nudeln. Diesmal haben wir dazu Karpfenfleisch und Brassenfleisch. Das ist schon frittiert.
Ja, das Gemüse habe ich hier schon reingeschnitten. Da kommt ein bisschen Sojamilch rein, gleich kommen da auch noch Eier zu. Und dann kommen die Nudeln und dann zum Schluss das Fleisch. So, die Brasten haben wir bereits fertig, aber ich habe hier noch ein bisschen Karpfenfleisch für unsere chinesischen Nudeln. Ich schneide das aber ganz durch, wenn man das als Filet braten möchte, geht man nicht ganz runter. Das Ganze nennt man Schropfen. Dadurch habe ich natürlich keine Gräten mehr. Das Ganze wird jetzt gleich frittiert und schon haben wir was für unsere chinesischen Nudeln. So, die Nudeln sind jetzt gleich fertig, dann können wir sie auch essen. Ja, ihr selber fangt den Fisch, ihr bereitet ihn zu. Und wenn das euren Gästen serviert wird, die werden sich erstaunt sein, wie gut diese Rezepte und Gerichte schmecken.